Zurück beim Tractor Pulling in Herning in Dänemark beim 2012 Europacup. Wir sind bei den 2.5 Tons Modified. Mein Name ist Lenz Lieberkern und wir sind beim Green Monster. Das ist der zweite der deutschen Entries mit Daniel Fischer, ein einzelner Allison Motor. Fünfter sind sie in den Standings im Augenblick. Das beste Resultat war in Made, ein vierter Platz. Bisschen gehüpft die ganze Nummer, aber 93,63 Meter, so schlecht nicht. Große Frage ist, ziehen sie den Joker für den Second Pole, da sie ja über die 90 Meter drüber gekommen sind. Beziehungsweise Daniel Fischer das geschafft hat mit Green Monster. Der zweite Traktor im Green Fighter Team, die ja fünfte bei den 4,5 Tonnen Modifieds geworden sind. Rocket Science, ja, Raketenwissenschaft ist es vielleicht nicht, aber nicht zu unterschätzen die Technik, die hier eingesetzt wird, vor allem was hier an Geld reingebuttert wird. Brutal. Dragster fahren auf dem Acker. Schon der Hammer aus Limburg kommt die Mannschaft im Süden von Holland. Hatten keinen guten Europacup mit vielen Problemen. Sind auf dem 11. Platz. Und das ist ein Duff Truck auf Methanol umgestellt mit drei Holze Turbos und eine High Performance Ignition. Aber diesmal, Sie haben es gesehen, 19 Meter. Kurz vor der 20 Meter Marke gezogen. Den Stift, und das bedeutet ebenfalls eine Chance, nochmal an den Start zu gehen. Never Satisfied mit Rob van der Waal. Der Superstock Terminator ist ebenfalls bei Ihnen im Team und die 51,39 Meter verheißen ebenfalls nichts Gutes. Deine Superstock Engine, also ein Superstock Motor, aber auch Turboprobleme. Und Rob wird mit dem Ding der Nummer nicht zufrieden sein. Petronas Mad Max, der einzige Teilnehmer aus Belgien. Lee Forger mit einem fetzen Wheely, der 44-Jährige, prügelt er Mad Max nach vorne und springt von links nach rechts. Also viel Unruhe hier im Gespann. Aber 95,96 Meter, Herz durchgeritten. Fett mit dem Duff Truck. Motor, der da installiert ist. Wie gesagt, die Balance nicht optimal gewesen. Aber ein guter Pull. Kommt aus der Nähe von Brüssel in Belgien. Aber das sollte ihn in den Bereich der Top 10 katapultieren. Black Power. Die dänische Flagge ist wieder draußen in der Arena. Paul Agriensen, der zweite Pull mit Black Power, der zwölffache Europameister. Kann er genauso gut wie im ersten Pull agieren. Nimmt sich Zeit und das rechnet sich mit einem Full Pull. Jetzt auf Augenhöhe mit Double Screaming. Und De Jong Special im Pull-Off-Finale mit sieben weiteren Kontrahenten, die das ebenfalls noch probieren wollen. Woody Woodpecker, kennt man ja aus den Comics. Zweiter im Championat mit Ron Nuiten aus Riesbergen in der Nähe von Breda in Holland. Mit einem IAC 1066 mit drei Holze Turbos, der ihm von Rob van der Waal, den wir ja mit Never Satisfied gesehen haben, gebaut wurde. Der hatte allerdings weniger Glück. Oh, aber das Ding hat er eben sauber hingestellt. Damit die Konkurrenz vor die eigene Nase gebaut mit einem exaktamente Full Pull. Das ist der vierte im Bunde, Woody Woodpecker. Und Ron und Rob werden damit zufrieden sein. Ron war Dritter letztes Jahr und hofft natürlich 2012 vielleicht noch ein bisschen besser rauszukommen. Ja, unzufrieden schaut anders aus. Mittlerweile auch mit kleinen Kameras bestückt. Im Social Network ist man hier auch mittlerweile schwer aktiv. Wir haben auch einige Damen, die hier am Werke sind. Und damit gehen wir
zu den dänischen Traktoren, die an der dänischen Meisterschaft interessiert sind, hauptsächlich die ebenfalls hier ausgetragen wird. Truck Power mit Klaus Larsen. Sein Traktor ebenfalls auf Methanol umgebaut. Auch hier die Balance ganz schlecht. Muss hier viel, viel, viel korrigieren. Und das bedeutet natürlich eingraben. Also das ging schon schlecht los und hat auch nicht sonderlich gut geendet. Ja, das Feuerwerk war umsonst. Das ist im Preis enthalten. Andererseits wird es richtig teuer. Für Klaus Larsen 68,90 Meter. Das ist erstmal wurscht. Aber da ist richtig viel kaputt gegangen. Davon gehe ich mal aus. Wird wohl den Kopf durchgeschmolzen haben. Ghost, ein weiterer Däne mit Kim Schulz. Pult ebenfalls seit vielen Jahren, hat Meteor Panzermotoren eingebaut. Fünfter Platz in der dänischen Meisterschaft, 66,13 Meter. Knapp hinter Truck Power. Damit kommen wir zu Rocket Science. Zieht einen zweiten Versuch. 19 Meter im ersten Versuch nur gestemmt, beziehungsweise vor der 20 Meter Marke stehen geblieben. Schauen wir mal, wie es in diesem Pull läuft. Zieht sanft an Jack Steinen. Der 41-Jährige macht das Beste draus. Knapp unter der Full-Pull-Grenze, 97,41 Meter. Oh ja, ich würde mal sagen, leichte Verbesserung und ist damit auch zufrieden, wie scheint. Jetzt kommt die schwarze Lady. Warum die auch immer gelb ist, ich weiß es nicht. Der letzte der Dänen mit Lars Olesen. Der hat seine Lady nicht auf Methanol umgestellt. Das sieht man auch am Rauch. Und die kleinen Sündenstrafe, der Herrgott, gleich eifrige Zuschauer wissen, ich kann die Dieselmonster nicht mehr sehen. Das ist umweltmäßig nicht mehr vertretbar. Jetzt mag der eine oder andere fragen, ist es der Rest? Na gut, Methanol auf jeden Fall eher als Diesel. Meine Meinung zum Thema, 9,30 Meter. Weiter sollte die Hütte auch nicht kommen. Zwei weitere, die noch kommen und beide nutzen die 90-Meter-Regel. Museums Power, Nils Omer hat 98,73 Meter im ersten Pull gezogen. Ah ja, 92,84, zwar in die Nähe, aber halt deutlich drunter geblieben trotzdem. 6 Meter, der ist natürlich nicht der Brüller. Nichts ruiniert, nichts gewonnen, aber die Norweger, sie haben es gesehen, gehen ab wie ein Schnitzel. Green Monster aus Deutschland, Daniel Fischer, braucht 93,63 Meter, um sich aus seinem ersten Versuch zu verbessern. Boah, schon bei 80 Meter wird es ein bisschen langsam. 89,48 Meter. War jetzt auch nicht der Buller. Über 4 Meter unter dem ersten Pull. Also kein Pull-Off für Daniel Fischer und Green Monster. Schade. Black Power, Double Screaming, De Jong Special und Woody Woodpecker. Das sind die Herrschaften, die wir auf jeden Fall im Pull-Off sehen werden.